Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, meiner neuen Bücherwoche, die wieder 2 Wochen umfasst. Es ist jetzt auch die vorletzte Bücherwoche, das heißt nächste Woche wird es nochmal Neuzugänge aus dem Juni geben und dann auch die letzte Juniwoche in Besprechung. Dann kommt die, ja, ich finde schon irgendwie verdiente Sommerpause. In den ganzen Juli wird es nämlich keine Videos geben und im August wird es auch nur vereinzelt, wahrscheinlich dann samstags Videos geben. Der Plan ist dann im August einzusteigen, so ein bisschen mit den Neuzugängen aus Juli, mit ja, all den gelesenen Büchern aus dem Juli, wo dann auch mein Urlaub schon mit dabei ist und dann irgendwann so ja, Mitte, wahrscheinlich Mitte August, wieder mit der Bücherwoche zu starten. Mal gucken, ob ich wieder 2 Wochen zusammenfassen werde dann zukünftig oder ja, dann doch immer so 2, 3 Bücher vielleicht die Woche habe, über die ich sprechen kann, aber das ja, besprechen wir auf jeden Fall dann im August. Ich freue mich jetzt dann erstmal auf die Pause und muss einfach sagen, ich freue mich so, dass jetzt endlich Sommer ist. Ich weiß, viele haben so ihre Probleme mit der Hitze und der Sonne und so weiter, aber ich bin so froh, dass es jetzt mal ein paar Tage schön war, dass man rausgehen konnte, dass ich einfach mal wieder vom Kreislauf her und vom Gefühl und vom Flow einfach so in meinem Element war und ich hoffe, dass ich das im Juli und im August, wie ich dann eben auch Urlaub habe, so ein bisschen bleiben würde. Es sind einige Wanderungen geplant und Dinge, die ich gerne sehen und machen würde und dazu bedarf es eben dann doch mal ein bisschen schönes Wetter und ab September darf es dann gerne wieder herbstlich werden und regnen und ja, nicht, dass es mir egal wäre, aber ja, es sind eben immer ja auch nur ein paar schöne Sommertage, also theoretisch ja, überwiegen ja in Deutschland die nicht so schönen Tage, zumindest was das Wetter angeht und das ist auch okay, irgendwann so in 20 Jahren. Suche ich mir mein Plätzchen, wo es eben keinen Winter und keinen Regen gibt. Das ist nochmal was ganz anderes. Heute möchte ich aber, bevor wir mit den Büchern anfangen, auch noch kurz erzählen, dass ich in 2 Wochen, zumindest so wie es jetzt geplant ist, in Heidelberg sein werde beim Heidelberger Booktuber, Instagramer, Zuschauertreffen, das die liebe Melanie Elisabeth veranstaltet. Das findet am 16.07. statt. Ich blende euch hier auch mal ja, die wunderbare Vorankündigung an. Ich weiß, dass einige nicht bei Instagram sind. Da hatte ich das auch schon mal geteilt. Und ja, wer vielleicht noch spontan Lust hat und dann am 16. Zeit hat, der ist dann einfach da natürlich auch gerne gesehen und eingeladen. Und wir freuen uns da auf eine bunte Mischung. Gibt auch so ein bisschen ein kleines Programm. Man geht auch gemeinsam dann Abendessen. Und ja, da freue ich mich dann auch schon sehr drauf, ja, einige liebe Leute wiederzusehen und auch Heidelberg mal zu sehen. Da war ich nämlich tatsächlich noch nicht. Es sind in den 2 Wochen 6 Bücher zusammengekommen, richtig, wovon ich aber, ich glaube, eins auch abgebrochen habe und eins noch so mittendrin stecke, aber darüber werde ich nur ganz kurz dann auch sprechen. Ja, ich packe die Bücher und die Zeitstempel wieder unten in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und das erste Buch der beiden Wochen war Ich, Ariadne von Jennifer Saint, ein Buch, das ich leider abgebrochen habe. Es ging weiter mit dem Hörgenuss des Monats, den ich euch am Donnerstag schon vorgestellt habe, Mondblüte von Nora Roberts. Dann habe ich gelesen von Lauren Graham, Einmal Gilmore Girl, Immer Gilmore Girl. Dann lange drauf gewartet war Das Reich der Vampire von Jay Kristoff, habe ich als E-Book zur Verfügung gestellt bekommen und musste ich auch direkt verschlingen. Von Claudia Duwe habe ich gelesen Der Zukunft wieder trauen, das ist das 2. Buch der Autorin, was ich gelesen habe. Und mittendrin sind Roman und ich, sein Instagram-Kanal ist auch mal unten in der Infobox, sind wir im Lotuskrieg, dem 3. Teil Endsinger, ebenfalls von Jay Kristoff. Da fällt mir gerade auf, es ist ein bisschen Jay Kristoff-lastig, aber gut, stört uns ja nicht weiter. Bücher und alles andere unten in der Infobox und auch, wenn es dann mit den anderen Themen weitergeht. Ja, begonnen habe ich mit Ich, Ariadne von Jennifer Saint. Mich hatte das Buch damals sehr an die Bücher von Madeline Miller erinnert. Die hat hier ja auch schon über die griechische Mythologie gesprochen und dachte ich, ja, wenn ein Buch schon so aussieht und in diese Kerbe haut, dann bin ich natürlich mega gespannt, was mich hier erwartet. Mich sprach eben auch das Cover sehr an und ich bin ja ein großer Freund der griechischen, ja, Sagen und Götterwelt, egal ob es eben Homer ist, die Geschichte rund um Troja, Achill, Odysseus und so weiter. Also damit bekommt man mich ja immer. In dieser Geschichte nun geht es aber um Ariadne, das ist die Tochter des kretischen Königs Minos und seiner Gattin Pasiphae, ja, mit Namen habe ich es in solchen Welten immer ganz gut. Es gelingt mit Max Müller in meiner Welt irgendwie nicht. Und die ist wiederum, also ja, die Tochter, dementsprechend ist Ariadne die Enkelin vom Sonnengottes Helos.
Helios. Und ja, das war natürlich schon vom Grundgerüst super spannend, weil ich persönlich auch noch gar nicht viel aus dieser Konstellation irgendwie weiß und dachte, Mensch, irgendwo so am Rande hat mir dann doch Ariadne etwas gesagt, denn sie galt zum einen als Fruchtbarkeitsgöttin und half dann eben auch Theseus, den Minotaurus, im Labyrinth zu besiegen. Und das habe ich auch so grob in Erinnerung gehabt und dachte, Mensch, so im Zuge von Theseus, da stecke ich gerade in einem anderen Buch, was Theseus im Titel hat, und dachte ich, Mensch, das kennst du irgendwie. Und ja, wir erfahren hier aber noch einiges mehr um sie, zum Beispiel auch, dass sie eben eine Schwester hatte, Phaedra, und wie ihr Leben war und was sie so umgeben hat und was passiert ist und was sie für ein Mensch irgendwie war und wie sie sich da in dieser Sagenwelt sozusagen integriert. Ja, ich habe das Buch nach knapp 100 Seiten abgebrochen. Das war so knapp ein Viertel. Eigentlich bin ich ja ein Freund zu sagen, ja, so ein Drittel ist immer ganz gut. Aber ich war hier einfach so gelangweilt und es ging einfach nicht mehr. Ich hatte es dann 2 Tage so rumliegen und dachte, eigentlich zieht es mich so überhaupt nicht mehr an dieses Buch. Und dann habe ich es abgebrochen. Die Geschichte um Ariadne war mir in Teilen so ein bisschen bekannt, aber nicht so dieses große Ganze. Und man kennt sie ja eben auch aus den Erzählungen von Homer. Sie hatte ja auch noch Einfluss auf die Odyssee von Odysseus und seiner Crew. Und ja, so grob ein Bild, wie ich es dann gelesen hatte, hatte ich schon. Man hat hier verschiedene Sagen, die zu Beginn eben auch nochmal erzählt werden. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen langweilig. Es war auch irgendwie sehr zäh und auch irgendwie lieblos gemacht. Also es war wirklich so, ich klatsche jetzt alle Informationen hin, die ich irgendwo gefunden habe, und Leute, macht irgendwie was drauf. Es war eine sehr statische, zum Teil auch altbackene Sprache. Und ich möchte ja nicht einfach nur eine ausgeschmücktere Geschichte von einer Geschichte in einer Legende, sondern ich möchte ja eine wunderbare Erzählung haben rund um diese Person. Also wirklich so ein bisschen, wie es auch bei Madeline Miller zum Beispiel um Achill es ja einmal ging und auch am Name vergessen, aber Circe, das war richtig schön erzählt. Also wirklich, wie wenn man eben eine Geschichte erzählt und nicht irgendwie blanke Geschichtsdaten irgendwie aneinander hängt. Und für mich blieb Ariadne leider auch sehr, sehr blass in den 100 Seiten. Und es kam auch keinerlei Spannung auf und mir hat es nicht gefallen. Also ich war wirklich gelangweilt und ich hatte das so in ja, 2 Abschnitten irgendwie gelesen und hatte dann gar keine Lust mehr. Also ich habe dann auch lieber zu allem anderen gegriffen als zu diesem Buch. Und das ist für mich einfach immer ein Zeichen, okay, irgendwie spricht dich dieses Buch nicht an, diese Geschichte, der Stil greift zu etwas anderem. Und ja, sehr schade. Ich hatte mich hier auf eine wunderbare Geschichte gefreut, aber sie konnte mich leider nicht so richtig packen. Zum Glück dann ein wenig anders war das Hörgenuss-Experiment im Juni. Wir haben ja alle ein Buch von Nora Roberts gelesen. Ich packe das Hörgenuss-Video auch unten in die Infobox, weil ich jetzt hier gar nicht mehr so viel darüber erzählen werde, weil ich habe ja schon im Hörgenuss sehr ausführlich darüber gesprochen. Wir hatten uns ja so ein bisschen überlegt, ob wir zusammen einen Autor, eine Autorin kennenlernen. Wir haben uns dann für Nora Roberts entschieden, weil wir da wirklich alle noch kein Buch von ihr gelesen haben. Ich habe mir etwas mit Fantasy ausgesucht, einen reinen Auftakt, und das ist auch noch ein relativ aktuelles Buch der Autorin, und es wurde auch gesprochen von Elena Wilms, was mir auch gut gefallen hat. Und wir sind hier eben auch in Irland unterwegs, was ich richtig toll finde. Wir sind in einem Cottage und da passieren dann eben auch gewisse Fantasy-Elemente, also die man dann eben nicht einem klassischen Roman zuordnen kann. Und ich fand das Buch okay. Es war jetzt kein klassischer Hörgenuss, den ich vorstelle, weil ich ihn so toll fand, sondern hier ging es natürlich um das Experiment. Es war ein gutes Buch, es hat mich unterhalten, es hatte aber schon die ein oder andere Länge. Ich fand es auch so semi-kitschig, was die Liebesgeschichte angeht, was auf jeden Fall ein Pluspunkt war. Es gab so einige Wiederholungen, die ich beim Lesen auch okay fand, die mich, glaube ich, beim Hören ganz okay fand, die mich beim Lesen aber, glaube ich, eher noch gestört hätten. Ich fand aber, dass Irland richtig wunderbar dargestellt wurde, dass wir eine tolle Charakterentwicklung unserer Protagonistin haben. Wir haben hier auch eine Mutter, die wirklich Horror ist, wo man sich wirklich fragt, wie kann man so zu seinem eigenen Kind sein? Aber na, es gibt es ja im wahren Leben durchaus auch. Und ich mochte so diese Mischung auch mit der irischen Mythologie, und es war auch so eine Geschichte voller Zauber. Also es hat mir gut gefallen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich weiterhören werde.
werde. Vielleicht warte ich da auch einfach mal auf die ersten Meinungen des zweiten Teiles, ob die ein bisschen überschwänglicher sind. Aber ich glaube, dass es nicht mein letztes Buch von Nora Roberts sein wird, weil es mich tatsächlich doch ganz gut unterhalten hat und auch beim Hören wirklich Spaß gemacht hat. Wenn ihr hier meine ausführlichen Gedanken hören wollt, guckt in die Infobox. Ich packe euch den Hörgenuss rein, beziehungsweise ist die Playlist sowieso immer verlinkt unten in der Infobox. Und dann könnt ihr euch ja vielleicht auch noch die anderen Meinungen zu den anderen Büchern von Nora Roberts von den lieben BookTube-Kolleginnen anhören. Dann kommen wir zum ersten haptischen Buch der Woche. Einmal Gilmore Girl, immer Gilmore Girl von Lauren Graham. Das ist ja die mit Hauptschauspielerin, die eben Lorelei Gilmore spielt. Ich mochte ja die Serie ganz gerne. Ich habe, ich glaube die Serie mittlerweile schon zweimal angesehen. Ich habe auch angefangen mit diesen vier Folgen, die danach gedreht wurden, die ich ja nicht wirklich gut fand. Ich glaube, gefühlt fand die auch irgendwie gar keiner gut. Mir hat die Serie zumindest so in den ersten vier Staffeln richtig, richtig gut gefallen. Ich mochte dieses Mutter-Tochter-Gespann richtig, richtig gut. Das ist richtig super rübergebracht und auch geschrieben, bis das dann irgendwie so mit den Männergeschichten losging, die ich einfach merkwürdig fand, wo Entscheidungen getroffen wurden, wo ich mich fragte, warum? Also warum man die Geschichte so hat erzählt. Aber ja, wir erfahren hier jetzt mehr über Lauren Graham, die eben die Lorelei Gilmore gespielt hat. Sie erzählt hier von ihrer Kindheit, ihrer Jugend, der Schulzeit und auch, wie sie dann zur Schauspielerei gekommen ist. Sie erzählt über die Trennung von ihren Eltern, wie sie ihr Leben auf dem Hausboot wahrgenommen hat und auch über die Probleme, die es manchmal so gibt, wenn man eben Single in Hollywood ist. Sie erzählt von diversen Rollen, die mir von den Serien und Filmen gar nicht so viel gesagt haben. Ich glaube auch einfach, weil sie in Deutschland gar nicht so ausgestrahlt wurden. Und sie spricht dann natürlich auch über ihre Lieblingsrolle, Lorelei Gilmore, erzählt hier viel aus den Hintergründen der Serie. Und sie hat sich dazu dann auch nochmal vereinzelte Folgen der Staffeln angesehen und erzählt dann im Grunde im Nachgang auch noch so ein bisschen über ihre Eindrücke. Also das heißt die Klamotten, was war irgendwie ein Highlight, was hat ihr besonders gut und nicht so gut gefallen in dieser Staffel und erzählt da eben auch von den Erlebnissen. Es war persönlich jetzt wirklich eine leichte Sommerlektüre, die mich gut unterhalten hat, tatsächlich überraschend gut unterhalten hat und mir den Menschen dahinter einfach ein bisschen näher gebracht haben. Es ist schon eine Biografie, wo man merkt, eigentlich möchte Lauren Graham gar nicht so viel über sich erzählen, aber doch ein bisschen was sozusagen über sich erzählt. Es ist ein lockerer und leichter Stil. Man hat auch wirklich das Gefühl, man hat Lorelei Gilmore sozusagen im Ohr, die einem die Geschichte erzählt. Sie spricht direkt, wie wenn man mit ihr auch einfach an dem Tisch sitzt und sie alles so ein bisschen runter erzählt. Sie macht das sehr lebendig, sie macht das sehr emotionsvoll, sie rührt gefühlt einen auch ein bisschen zu Tränen, bringt einen zum Lachen und es ist einfach, als säße man mit einer alten Freundin bei einem Kaffee. Sie wirkt auf mich sehr sympathisch und auch ihre Irrungen und Wirrungen, die sie in ihren Gedanken oft hat, die bringt sie super rüber. Also wenn wirklich die Gedanken springen, dann springen die auch in diesem Buch mit. Und ich fand es toll, dass man das drin gelassen hat, weil ich glaube, dass das einfach auch Lauren Graham so ein bisschen ausmacht, so wie ich sie zumindest jetzt in diesem Buch kennenlernen durfte. Es macht sie auch einfach ein bisschen nahbarer. Und man kommt eben auch ein bisschen an dieses Hollywood-Leben wieder ein bisschen ran. Und diese wirren Gedankensprünge, die haben mich sehr an mich selbst erinnert. Und da musste ich tatsächlich auch das ein oder andere Mal schmunzeln. Es sind jetzt nicht sehr viele pikäre Dinge erzählt worden. Sie hält auch wirklich mit vielen Dingen so ein bisschen zurück. Was ich durchaus nachvollziehen kann, dass sie eben eine gewisse Grenze gezogen hat. Was erzählt sie draußen über sich, was möchte sie privat halten. Es ist ja hier im Grunde auf YouTube auch nichts anders, wo man eben sagt, was zeige ich von meinem Leben, was ihr nicht oder auch auf Instagram und so hat sie das auch mit dem Buch gemacht und ich glaube, sie hat eine ganz gute Grenze gefunden. Da ich noch nicht so viel über die Serie und ihre Hintergründe wusste, fand ich auch, dass richtig was Neues dabei war, sowohl was die, ich glaube, 7 Staffeln betrifft, als dann eben auch den Nachdreh, was ihre Schauspielkollegen angeht und so weiter. Und das fand ich richtig, richtig toll, da ein bisschen mehr zu erfahren. Ja, ich habe es an 2 sonnigen Nachmittagen gelesen, hat mir gut gefallen und muss ich wirklich sagen, war ich überrascht, dass mich das so gut unterhalten hat und hat mich gefreut, Lauren Graham ein bisschen besser kennenzulernen. Jetzt kommen wir zu einem Buch, auf das wir schon alle lange, lange gewartet haben. Und mit uns meine ich alle J. Christoph-Fans. Denn im Englischen ist das Buch schon ein ganzes Weilchen erschienen. Es ist Das Reich der Vampire. The Empire of the Vampire. Und wenn man hier englischsprachige Rezensionen auf Amazon liest, merkt man recht schnell,
dass der englischsprachige Raum diesen Wortwitz, diese Reimung überhaupt nicht gut fand. Und ich mir so dachte, ich fand ihn irgendwie eingängig und fand es ein bisschen schade, dass man Empire irgendwie nur mit dem Reich übersetzt hat. Das wirkte für mich irgendwie viel kleiner und ich stell mir unter einem Imperium, also unter diesem Empire, einfach irgendwie viel mehr als irgendwie nur ein Reich vor. Aber gut, das ist einfach nur meine Meinung. Das Buch ist endlich erschienen. Es wurde mir als E-Book, als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe und es dann auch direkt gelesen habe. Es hat den Anschein gemacht, es ist eine düstere Vampirgeschichte. Sie wurde schon im englischen sprachigen Raum sehr, sehr gehypt. Es soll ja auch eine Mischung sein aus V.E. Schwab, aus Leigh Bardugo, Anne Rice und natürlich auch ein bisschen The Last of Us, was ja ein Computerspiel ist, wird ja auch immer ein bisschen erwähnt. Und ich kann schon sagen, die Erwartungen wurden leider nur zu Teilen erfüllt. Also der große Hype, das große Highlight war es für mich persönlich leider nicht, aber wie und warum, das werde ich jetzt natürlich auch ein bisschen erzählen. Aber um was geht's? Es geht darum, dass vor 27 Jahren ging über Illidan die Sonne unter und seitdem sind auch die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Sie haben ihr ewiges Reich ausgedehnt und machen den Menschen den Lebensboden streitig, die eben nur noch an sehr, sehr wenigen und vereinzelten Orten überhaupt unbeschwert leben können und dort auch ihr normales Leben eigentlich irgendwie möglich machen können. Wir haben hier zum Teil wirklich sehr kleine Inseln, die des Lichtes, die in einem Meer, wie war es so schön, ein Meer aus ewiger Finsternis bestehen. Und das fand ich so schön, also ich habe es mir auch aufgeschrieben. Das hat mir richtig toll gefallen. Wir treffen auf Gabriel de Leon, der der letzte große Silberwächter ist und er erzählt uns seine Geschichte. Beginnend wirklich von der Kindheit an bis eben zum jetzigen Zeitpunkt, was er in all diesen Jahren erlebt hat, wie es ihm ergangen ist, was er gelernt hat, was auf der Welt eben auch los war. Es sind eben wirklich viele Ereignisse in seinem Leben, aber auch was eben um ihn herum in der Welt geschehen ist. Und wir treffen auch auf den ein oder anderen Verbündeten, auf Feinde und auch auf Astrid, die eine doch recht große Rolle spielt. Und das fand ich tatsächlich richtig, richtig gut. Die Geschichte von J. Christoph ist episch. Sie ist groß, sie ist spannend und sie ist wahnsinnig tiefgründig erzählt. Also wer den Stil von J. Christoph mag, der wird hier seine absolute Freude dran haben. Es ist eine Mischung aus direkter Erzählung und eben auch so diesem Interview-Stil, in dem eben das Geschehene auch erzählt wird. Denn Gabriel erzählt die Geschichte nicht einfach nur seinem Tagebuch oder uns, sondern dahinter verbirgt sich eben auch eine Geschichte. Es ist richtig cool gemacht und die Switche waren auch immer klar erkennbar. Man war immer mit dabei. Man hat das gefühlt, man hat es erlebt und man hat dann eben auch die Spannungen in der Erzählung richtig toll gezeigt. Die Charaktere fühlen sich wahnsinnig echt an, sehr tiefgründig aufgebaut. Die Beziehungen untereinander sind richtig toll gezeigt und es ist auch wahnsinnig fesselnd, so dahinter zu kommen, wie, mit wem, warum und wann und welche Intrige führte zu welchem Bruch oder zu welchem Bündnis und so weiter. Das war richtig, richtig gut gemacht. Es war ein sehr düsteres und mysteriöses Setting, das muss man echt sagen. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen und auch durch die bildhafte Sprache von J. Christoph war das alles greifbar, erlebbar und hat wirklich richtig lebendig auf mich gewirkt. Die Welt ist episch, sie ist groß und sie ist wahnsinnig gezeichnet. Es ist wirklich ein Worldbuilding, wie ich es von J. Christoph kenne, wie ich es liebe. Und er mausert sich wirklich zu einem meiner Lieblingsautoren und kommt sozusagen auch in den Olymp, weil auch mit diesem Buch hat er es wirklich wahnsinnig gut geschafft, das eben einfach rüberzubringen, diese Welt zu erschaffen und auch die Charaktere, das ineinander zu verflechten und dass man wirklich das Gefühl hat, man ist da mit dabei. Es war einfach groß und es war toll, es dann auch vor Augen zu haben. Es gibt Illustrationen, ich weiß jetzt gar nicht, ob er die selbst gezeichnet hat oder von wem die ursprünglich war, das habe ich mir jetzt gar nicht mehr angeguckt. Die haben mir gut gefallen, die waren auch auf dem Reader ganz gut erkennbar, werden natürlich im haptischen Buch auch noch ein bisschen besser sein, aber ich fand tatsächlich, dass man die düstere Atmosphäre dadurch sehr, sehr gut gespürt hat. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Illustration ist das falsche Wort. Es hätte es für mich nicht so gebraucht, aber ich fand es ein nettes Gimmick in diesem Buch.
Wir haben hier wieder sehr, sehr viel Brutalität, sehr viel Gewalt, sehr viel Blut. Man muss das mögen. Es ist natürlich Dark Fantasy, da erwartet man das auch irgendwo. Es ist natürlich auch gewohnt von Christoph auch der sarkastische Humor wieder mit am Start. Es ist schon eher für erwachsene Leser. Ich habe irgendwo zwei, drei Rezensionen dann auch gesehen, dass man gesagt hat, oh, für Jugendliche ist das gar nichts. Wo ich so dachte, wann war jemals J. Christoph etwas für Jugendliche? Außer vielleicht... Ja, wann ist er was für Jugendliche? Vielleicht bei Lifelike könnte durchaus sein. Ja, auch die Aurora-Reihe, vielleicht eher tatsächlich für ältere Jugendliche. Aber gerade seine Dark Fantasy rund um Nevernight oder jetzt auch hier, das ist definitiv nichts für Jugendliche, sondern wirklich schon für erwachsene Leser, die das auch wirklich abkönnen und auch was mit dem sarkastischen, trockenen Humor anfangen können. Allerdings, und jetzt kommt so das, warum ich so ein bisschen ernüchtert wurde, wo das Buch wirklich... fast ein Highlight wurde. Es erinnert mich an vielen Stellen doch sehr an bestehende Geschichten. Also sei es so ein bisschen Game of Thrones, sei es The Witcher, sei es Interview mit einem Vampir, vielleicht sogar The Passage Trilogie, also der Übergang von Justin Cronin. Es waren so vereinzelte Elemente, wo ich dachte, ja, man kann das Rad nicht immer neu erfinden. Es hatte aber ähnliche Gefühle in mir gegeben, wo ich dachte, ach Mensch, ich dachte, er macht da nochmal sein eigenes Ding draus. Auch wie manche Wege, Wendungen gegangen wurden. Es war manchmal nicht überraschend. Aber ja, es ist echt meckern auf hohem Niveau. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, war tatsächlich, dass das Ende, was zwar gut ist, was wirklich auch sich so vorbereitet auf Band 2, doch sehr schnell erzählt wurde. Ich meine, wir reden hier von einem 1000-Seiten-Buch. Und am Ende würde ich bei diesem Buch sagen, irgendwie haben noch 50, 80 Seiten gefehlt, um das Ende ja ähnlich episch und rund zu machen, wie eben alles vorher. Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass er sich viel mehr Zeit genommen hätte. Also das ging mir viel zu schnell und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Deswegen gibt es so einen kleinen Punkt Abzug, aber es war trotzdem eine wahnsinnig tolle Vampirgeschichte, auch mal Vampire wieder so, wie ich sie liebe, wie ich sie durch Anne Rice auch kennengelernt habe. Das soll es ja, glaube ich, auch irgendwie dann mal eine Serie geben, worüber ich mich auf jeden Fall auch freuen würde und auch wie sie zum Beispiel dann wirklich in den weiteren Staffeln von Vampire Diaries waren oder auch von The Originals, waren ja auch eher so blutige, brutale Vampire, die eben durchaus ihren Egoismus vorantreiben. Und das hat man hier auch gespürt. Und auch wirklich so mit dieser Gilde, die eben dann auch Gabriel de Leon angeht oder dabei ist, wo man einfach sagt, da spürt man dann eben auch so das Gegengewicht dazu. Und ja, fand ich richtig spannend und richtig gut. Und ach, ich hätte mir gewünscht, dass es mich total vom Hocker reißt. Und das hat es in vielen Dingen auch. Aber so, ja, die zwei Dinge, die ich dann doch dachte, Und gerade diese Ähnlichkeiten des Gefühls, der Handlungserzählung, da habe ich dann schon gedacht, ach Mensch, ich wollte doch was ganz Neues. Aber es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Wer düstere Dark Fantasy mit Vampiren gerne liest, der sollte hier unbedingt dazu greifen und sich auch von den 1000 Seiten, glaube ich, hat das im Deutschen, nicht abschrecken lassen. Also ich habe die auch gefühlt wirklich so ein bisschen was über eine Woche, ich habe es innerhalb so einer Woche, auch wirklich weggesuchtet und habe das wirklich inhaliert. Ich könnte mir vorstellen, dass es als Hörbuch mit Robert Frank noch eine Spur packender vielleicht gewesen wäre, weil Robert Frank mag ich als Sprecher unglaublich gerne. Und vielleicht hole ich mir tatsächlich auch das Hörbuch irgendwie mal noch für den Reread, spätestens wenn dann der zweite Band auch herauskommt. Ja, aber es ist eine absolute Empfehlung und man sollte sich jetzt von meiner kleinen Kritik nicht abschrecken lassen. Es war wirklich ein kleines Highlight und hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Und jetzt kommen wir zum letzten komplett gelesenen Buch der beiden Wochen, Der Zukunft wieder trauen von Claudia Duwe. Ich habe das Buch dankenswerterweise direkt von der Autorin zur Verfügung gestellt bekommen. Als Untertitel hat das Buch Verluste meistern mit der Kraft des Löwen. Ich kenne Claudia Duwe vom Alltagsmagier, was mir damals richtig gut gefallen hat, was ich mittlerweile auch schon einige Male verschenkt habe und was mir immer wieder gut gefällt, steht auch da hinten irgendwo im Highlight-Sachbuchregal. Und ich habe mich sehr gefreut, als mich Claudia Duwe angeschrieben hat, ob ich auch ihr zweites Buch gerne lesen möchte. Und jetzt ist natürlich schon das Thema, dass ich gerade letztes Jahr doch sehr tief in einer Krise war, einfach auch den Tod von meiner Mama verarbeiten musste,
wahrscheinlich auch noch nicht ganz verarbeitet habe und mir manchmal mit solchen Büchern ein bisschen schwer tue. Aber ich war offen und dachte, vielleicht nehme ich hier auch einfach nochmal was mit. Und das ist auf jeden Fall auch so gekommen. Es geht hier in dem Buch von Claudia Duwe eben um Krisenphasen, die sie selbst als Löwenzeiten bezeichnet. Und das sind eben Zeiten, in denen man Verluste verarbeiten muss, Veränderungen, auch Situationen, die eben auch einen den Boden unter den Füßen wegziehen. Und das macht sie eben mit dem Löwen, den sie hier als Mentor oder auch als Krafttier betitelt oder als Krafttier auch auftaucht und uns eben innere Stärke und Kraft schenken soll. Und er steht hier besonders auch für unsere Mitte. Es gibt drei Etappen der Löwenreise. In der ersten Etappe ist der Löwenhöhle dem Schmerz begegnen. Dann gibt es die Löwenruhe. Hier sollen wir uns eine Auszeit für Heilung nehmen. Und dann geht es eben darum, mit den Löwenkräften die Neuausrichtung zu wagen und wieder aus der Höhle hervorzutreten. Und es gibt hier auch 7 Schritte, wie man sie ja auch das öftere mal bei der Trauerbewältigung sieht. Wir haben zum einen eben, wie eben die Schritte auch durch den Schmerz sind. Es geht eben los mit, dass es weh tut, dass wir es sacken lassen, dass wir uns dem Schmerz stellen, dass wir vergeben, was uns auch wieder heilt und dass wir dann eben auch dankbar sind und dann auch behutsam loslassen und dann eben in den Übergang gehen. Und das fand ich hier auch richtig toll rübergebracht und erzählt. Es gibt hier auch einen ganz wunderbaren Punkt, den Gespräch mit dem Leben, dass man sich eben zu einem Kaffee setzt und mal mit seinem Leben spricht, dass es hier um das magische Zuhören geht, wohin führt mich mein Weg, besondere Aufgaben in meinem Leben und auch was soll sich vielleicht aus meinem Leben verabschieden. Und das fand ich richtig toll. Das hat mich auch sehr zum Selbstaufschreiben und Reflektieren animiert. Und ich glaube, so ein Gespräch mit dem Leben sollten wir alle mal führen. Und es gibt dann auch ein ganz wunderbares Zitat, denn es sind die einfachen Dinge, die uns in schwierigen Zeiten helfen. Und auch sehr schön, Ziel ist nicht, unser innere Schmerzwesen wegzubekommen, sondern ihm die Hand zu reichen. Und das fand ich sehr schön betitelt. Zudem gibt es auch als Tipp zum Beispiel Glücksmomente notieren, also eine Art Dankbarkeitstagebuch zu führen. Und ich kann hier aus eigener Erfahrung sagen, das mache ich jetzt schon über 2 Jahre, dass es wirklich hilft, dafür ein bisschen was aufzuschreiben und es auch wirklich aufzuschreiben, was heute an diesem Tag gut war, wofür man dankbar ist und sei es auch nur, dass man schreibt, ich war heute gesund, die Sonne hat gestrahlt, ich habe meinen Hund gestreichelt. Wenn es auch nur diese Kleinigkeiten sind, machen die was mit einem, wenn man sich die wirklich regelmäßig notiert. Und das hat Claudia Duwe für mich richtig gut rübergebracht. Das Buch hat wirklich viele interessante Anregungen, die man am besten schon in guten Zeiten einfach mal macht, die man in guten Zeiten erarbeitet. Es ist auch hier viel Platz dabei. Ich schreibe ungern in Bücher, sondern ich habe mir eher einfach ein Notizbuch daneben gelegt und mir meine Sachen notiert. Und ich finde es immer gut, dass man in guten Zeiten Dinge eben anregt. Sei es, dass man mit Meditation beginnt, mit Yoga, mit Selbstreflexion, mit Journaling, mit diesen Aufgaben, damit man dann eben in schlechten Zeiten einfach diese gelernten Dinge auch abrufen kann. Weil wenn man mittendrin in einer schweren Zeit steckt, hat man nicht den Nerv, nicht die Zeit, nicht die Geduld, irgendwas Neues noch zu erlernen oder auch etwas Gutes für sich zu tun. Wenn man dann aber schon darauf zurückgreifen kann, weil man es eben schon ein halbes Jahr vorher regelmäßig immer wieder gemacht hat, dann hilft es eben einem weiter. Also es nützt, wie gesagt, nichts, jemanden mitten im Stress zu sagen, so, jetzt meditiere mal für 5 Minuten, weil das löst in dem natürlich noch viel mehr Stress aus, weil er denkt, oh Gott, jetzt muss ich auch noch meditieren. Macht er das aber schon ein halbes Jahr und kommt dann in die Stresssituation, wird er merken, wie ihm das helfen wird, ohne dass es eben noch mehr Stress auslöst. Und das, finde ich, ist hier richtig gut rübergebracht. Ich kann nicht so genau sagen, ob es mich durch dieses Buch, ob es mich durch sehr schwere und dunkle Momente geführt hätte, ob es mir da geholfen hätte. Ich glaube aber schon, dass es in Vorbereitung, dass uns das eben alle ereilt, wirklich ein guter Ratgeber war, den man gelesen haben sollte, wenn man sich eben damit auch beschäftigen möchte und eben auch vorbereitet sein möchte. Also ich glaube nicht, dass man komplett auf einen schlimmen Schicksalsschlag vorbereitet sein kann, aber es wird auf jeden Fall helfen. Sprachlich fand ich es, wie auch schon beim Alltagsmagier, sehr leicht, sehr locker, es ist sehr verständlich, es ist nicht zu philosophisch, es ist auch nicht zu spirituell, womit ja so mancher auch Probleme hat. Ich fand es richtig, richtig gut. Es ist auch definitiv ein Arbeitsbuch mit
vielen guten Übungen, die eben auch zur Selbstreflexion einladen und eben auch dadurch tolle Tipps geben, weil man sich selbst erkennen lernt. Es gibt auch einen Perspektivwechsel, wenn man das Problem eben auch einfach mal von der anderen Seite betrachtet und dadurch dann auch ins Handeln kommen kann. Das fand ich auch richtig gut und ich fand auch die Impulse sehr gut, wenn auch nicht immer alles richtig neu war. Und das wäre wahrscheinlich einfach so die kleine Kritik, aber ich finde Impulse, egal in welcher Form, immer wieder wichtig, auch wenn es bekannte Dinge sind, weil man sie eben als Impuls nochmal mitbekommt und nochmal darüber nachdenkt. Aber es kommt eben auch einfach darauf an, ob man sich damit auch schon öfter beschäftigt hat, ob das Thema für einen ganz neu ist. Und ich glaube, wenn man wirklich neu an dieses Thema herangeht, dann ist das ein tolles Einstiegsbuch. Für Leute, die, wie ich, sich schon öfter damit beschäftigt haben, ist eben manches auch einfach eine Wiederholung. Aber Wiederholung, wie wir wissen, ist ja auch gut für unseren Kopf. Und dementsprechend ist das wirklich ein Buchtipp von mir, den ich richtig toll fand, der mir auch einfach mal wieder so ein bisschen gezeigt hat, wie kann ich selbst reflektieren und wirklich das Gespräch mit dem Leben, das ist wirklich was, was ich jetzt viel öfter machen werde und was mir auf jeden Fall auch gefallen hat. Ich habe auch einiges markiert und freue mich darauf, auch immer mal wieder darauf zurückzugreifen. Wie gesagt, nicht immer erst, wenn es schon zu spät ist und es eigentlich ein dunkler Moment ist, sondern durchaus auch dann, wenn es einem gut geht und man vielleicht auch einen strahlenden Tag hatte, wo eben einen dann dieses Thema nicht so herunterzieht, wie wenn man eben schon irgendwie am Boden liegt. Also Empfehlung und hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und das Buch, in dem ich jetzt aktuell stecke, was ich zusammen mit dem lieben Roman auch begonnen habe, ist Endsinger von Jay Kristoff. Ist der dritte Teil der Lotuskrieg-Reihe und ist auch der abschließende Band. Ich packe seinen Instagram-Account unten auch mal in die Infobox. Ihr erhaltet aber hier erst in der nächsten Woche meine finalen Gedanken. Das Cover ist richtig, richtig schön und es ist hier ja auch der Special-Buchschnitt, den man irgendwo hier oben sehen könnte, hier das rote. Der dritte Teil ist jetzt gelb. Ich glaube, der zweite Teil war so blau-grünlich und ich werde aber nur den ersten Band stellvertretend für die Reihe hier oben lassen. Wie ich es ja tatsächlich auch sehr häufig mache, gerade wenn ich die Bücher dann in anderer Form gelesen oder in dem Fall auch gehört habe. Denn wir hören Endsinger und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich glaube, wir haben jetzt noch einen Abschnitt und die Hälfte vom anderen Abschnitt, aber nicht mehr viel. Aber ihr erfahrt da auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche dann auch, was ich dazu final sage. Ja, das war es jetzt soweit mit den Büchern. Doch eine ganze Menge zusammengekommen neben dem Neueinbringen von Weasley, wo mich ja auch immer ganz viele Fragen noch erreichen, wie es so läuft, wie es mit den Katzen läuft. Und hier kann ich sagen, also Katzen sind definitiv nicht unser Problem. Das klappt immer besser. Ich habe jetzt noch Sunny, die doch sehr kritisch ist, die sich auch eher mal noch versteckt und hinter der Couch vorlugt. Aber die anderen drei Katzen werden immer mutiger, besonders Luna, die war ja sofort schon die Chefin im Haus. Sam läuft jetzt auch mal über den Hund drüber, schnuppert auch mal an Pfoten und Schwanz. Das geht ganz gut und man merkt auch, dass Weasley große Lust hat, eigentlich mal zu spielen mit den Herrschaften. Aber das ist natürlich ein bisschen kritisch, wenn einem da irgendwie ein Tier, das fünfmal so groß ist, vor einem steht. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das fände, wenn ein Riese sagt, hahaha, lass uns spielen. Ja, na, also ich kann die Kritik oder das Kritische von meinen Katzen durchaus nachvollziehen. Aber was soll ich sagen? Heute, wenn die Bücherwoche rauskommen, gibt es ja auch die finalen Folgen von Stranger Things. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Ich habe jetzt auch gar keine Serien irgendwie in den letzten Wochen angeschaut. Auch nichts Neues irgendwie gestartet. Ich habe so 2-3 Serien auf der Watchlist, aber im Sommer verbringe ich halt gefühlt auch wirklich keine Zeit irgendwie mit Serien oder mit dem Fernsehen oder ja, es gibt jetzt noch so den einen oder anderen Filmabend, den wir uns jetzt Anfang Juli auch vorgenommen haben, aber sonst bin ich eben einfach wirklich ein Mensch, der viel draußen ist und der, wenn dann überhaupt eben ein Buch oder ein E-Book oder das Hörbuch dabei hat und auch das draußen einfach genießt und mein Tablet mit nach draußen schleppen oder so, das möchte ich einfach nicht und so bleibt es dann in der Regel auch nur bei dem einen oder anderen YouTube-Video, was ich dann anschaue und das ist auch absolut ausreichend. Das war es so gefühlt zu der Woche. Nächste Woche kommen jetzt nochmal Neuzugänge und dann die letzte Bücherwoche. Und dann freue ich mich auch, wenn mein Urlaub im Juli startet und ich da 3 Wochen Entspannung hoffentlich haben werde und das Wetter ein bisschen mitspielt. Und es wäre, wie gesagt, super, wenn ihr in 2 Wochen Lust und Zeit hättet und irgendwie in der Nähe vielleicht von Heidelberg seid, dann einfach mit vorbeizukommen. Und schaut da gerne auch nochmal auf Instagram vorbei. Ich denke, da werden wir jetzt in den nächsten Tagen
auch immer mal noch ein bisschen Werbung dafür machen. Und ja, das war's von mir, von den beiden Bücherwochen, die doch ja eigentlich so in Gänze richtig gut waren, bis auf den einen Abbruch, aber sonst mich gut unterhalten haben. Und ich bin sehr gespannt, was euch im Juni so das Lesen versüßt habt. Vielleicht habt ihr ja ein Highlight, vielleicht habt ihr auch einen Flop. Schreibt das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.